So, willkommen zurück bei Abduction. Ja, es geht endlich weiter. Ich habe mir die Zeit genommen und alles noch gespielt bis zu diesem Punkt. Ja, ja, ist ja gut. Halt's Maul da vorne. Da irgendwie meine Speicherstände nicht gespeichert wurden oder nicht mehr oder alle gelöscht wurden und ich alles neu machen musste. Aber jetzt geht's endlich weiter und die Maus spackt ab, seit ich mit der Aufnahme angefangen habe. Ja, ich habe mich schon wieder ein wenig eingefühlt und ich höre immer noch das Viech. Und habe auch gerade eben erst in den Chemical Storage gespielt, bin also schon ein bisschen ängstlich. Komm schon, genau. Es gefällt mir gerade gar nicht, dass die Maus wieder so rumspackt. Aber ist egal. Wir mussten dieses Serum hier fertigstellen für das Portal. Sollte mich erinnern. Ja. Achso, ich muss ja was dazu tun. Aufgenommen die Potion. Warte, die schauen wir uns gleich mal an. The Potion for Portal Producement. Not from just science. Das ist jetzt schön. Ja, er hat eine schöne Anspielung eingebracht. Ich weiß nicht. Das Spiel Portal ist ja relativ bekannt. Ich werde vielleicht auch irgendwann mal ein Let's Play davon machen, aber es sollte einigen doch recht gut bekannt sein. Wer es nicht kennt, sollte sich vielleicht irgendwo mal anschauen. Das ist ein echt geiles Spiel. Auf jeden Fall Portal. Da spielt die Firma Aperture Science eine wichtige Rolle und hat eben die Portalmaschinen, die Portalkanone entwickelt und auch solche Dinge. Und mir gefällt die Anspielung gerade. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass da ein Wassermonster kommt. Weiß auch nicht wieso. Ich habe wieder vergessen, wann ich aufgenommen habe. Naja. Jetzt mal einfach noch. Das Punkt. Ja. Das hätte sich geklärt. Wo sind wir denn hier? Hallo. Hallo. Hallo? So mag ich das aber nicht. Aber wie eng ist er eigentlich schön? Kann ich euch anfassen? Ne? Nein. Schade. Alter, Maus, spack mich so rum. Sonst kann ich meine legendäre 180. Nein. 360. 180 ist ja normal. Oh, hallo. Viele englische Let's Player nennen diese Figur Stefano. Und einer Cinnamon Toast kennen, dann warte, Stefano ist immer der goldene Geweck. Cinnamon Toast kennen, den ich persönlich sehr cool finde. Der hat es auch, der hasst diese Figur, weil immer wenn irgendwo Probleme sind, ist irgendwo so eine Figur. Seht ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich meine? Das liegt nur an Stefano da. Hi! Hi! Hi und tschüss. Oh. Gott sei Dank ist das Viech blind. Trotzdem eine unschöne Erfahrung, so nah bei einem Justin-Viech zu sein. Na, ich war schon mal näher an einem. Uah. So zum Beispiel. Ihr habt einen Arsch. Habt ihr auch einen Pilz? Hallo? Ja, wahrscheinlich. Ich will es aber nicht unbedingt sehen. Okay. A brief history. There were 5 siblings in a time. Okay, wir waren das 5, so wie noch was. Nicht lange. Went to the Duke of the Seventh. Also sie sind irgendwo toll aufgewachsen, in einem Haus mit allem möglichen Luxus. Ihre Leben waren schmerzlos. Sie haben keine Härte, keine Tragödien, nichts erlebt, bis ihr Vater gestorben ist am Tag des Festivals der drei Götter. Okay, das war ein sehr schlechtes Omen, bla bla bla. Entschuldigung. Ihre Leben sind sofort auseinandergefallen, kaputt gegangen. 9 Tage danach, struck by a terrible storm, genau. Ihr Haus wurde zerstört durch einen schrecklichen Sturm, hat es in Stücke gerissen. Sie sind heimatlos zurückgeblieben. Okay. Da sie nichts alleine machen konnten, sind sie alle verreckt. Perished heißt verrecken, weiß ich inzwischen.
Okay, da sind einige Dinge seltsam groß geschrieben. Könnte Teil eines Rätsels sein. Das sollten wir mal im Hinterkopf bewahren, okay? Speichert das mal für mich ab. Bitte. Und ich speichere es auch selber ab. Versuche es zumindest. Oh, es ist jetzt? Es ist Justine Viehweg. Und ich renne hier sorgenlos durch die Gegend. Das ist echt krank. Heute bin ich krank. Oh ja, sehr krank. Bam, bam, bam. Ich nehme auch an dem Freitag den 13. auf. Oh. Let their fate guide you, Memento. They look like pressure plates. Hm? Oh, hallo, Druckplatte. Ein Code. Okay, let their fate guide you. 1, 2, 3, 4. 4 Druckplatten. Der Fate, das ist wahrscheinlich eine Anspielung an die Notiz. Sag ich doch, die hat noch irgendwas Wichtiges zu tun. Was gibt's hier? Kisten? Die sind eventuell für die Druckplatten. Okay. 6. 9, 3. Wahrscheinlich, das sind dann... Das sind 9 Kisten, also müsste es von 1 bis 9 gehen, außer ich bin komplett bescheuert. Nein, bin ich nicht. Okay. Notiz. 4 brauchen wir. Suchen wir mal nach Zahlen. Also hier haben wir 5. Das ist eine. 7. Bla bla bla. 3. 9. Sonst noch irgendwas? Nein. Also was haben wir jetzt? 5, 7, 3 und 9. Dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mit 5 an, oder? Wir tragen das erstmal darüber. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da, Mann. Fuck you. Alter Schwede. Okay. Also. 5. Ja, das war die erste Ziffer. Dann haben wir es doch gleich mal auf die erste Rückplatte, würde ich sagen, oder? Genau. Mal ein bisschen Öl sparen. Na, eigentlich ich muss nicht mehr Öl sparen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Rohstoffe, denke ich. Mehr Öl und auch ein bisschen mehr Laudanum und Vernunftstränke. Das ging ziemlich gut, da durchzukommen. Okay, warte, 9, das war die zweite Zahl, 7. Ach, hier. Da ist der Ausgang. Ja, es ist alles nicht so einfach. Sehr gut. Dann brauchen wir noch 9 und die 3. Auch wenn es in der anderen Reihenfolge war. Gott, fail. Wo ist die 3? Da bist du. Genau. Bim! Bim! Nein! Verkackt! Ey, da ist doch! Bim! Bim! Hm, kein Viech mehr, sehr gut, sonst wären wir jetzt im Arsch. Tür treffen! Tja. Ein Ball zahlte hier aus. Man kann doch irgendwie ein bisschen besser werfen. So, was war die zweite Zahl? War die 7? Und die dritte war die 9, oder? Ist die 9 oder was die 3? Blablabla, 5, 7, 3. Okay, war die 3. Ja, tut mir leid. Ich weiß, ich bin blöd. Nein, bleib oben, nein. Okay, okay. Ja. Bin ich blöd oder warum? Warum passiert nichts? Ist irgendwas passiert? Nein, es hat nicht den Sound gemacht, dass was passiert. Warum? Okay. Notiz schauen, wo ist N für Schnellnotiz, genau. Hat es was mit den Buchstaben zu tun? W. Wir haben W, wir haben Zecker, wir haben A, wir haben B. Back. W. All A. D ist backwards. Heißt es backwards? Rückwärts. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Probieren wir es. Warte mal, das war gerade richtig edel. Dieser Move, egal. Dann kommt der da rüber. Und der da rüber. Genau.
9 hier und dann müsste 5 sein. Ja, geht ja doch. Okay. Rätsel gelöst. Warum nicht gleich so? Und was habe ich damit jetzt bewirkt? Habe ich da oben aufgemacht oder habe ich da unten aufgemacht? Und was haben wir? Oh. Manchmal zahlt sich Sinnloses durch die Gegend rennen durchaus aus. Ich bin überrascht. Da fehlt ein Hebel, würde ich sagen. Du bist groß und hast keine Eier und keinen Schwanz. Du auch nicht. Ja, okay. Dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt in dieser blau beleuchteten, ganz schönen Halle eigentlich, wieder einen kleinen Schnitt. Und in der nächsten Folge schauen wir, was da oben vor sich geht, würde ich sagen, oder? Also, bis zur nächsten Folge.